Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Frostpunk. Wir sind gerade dabei, beziehungsweise waren gerade dabei, ein paar weitere Automatone zu bauen. Jedoch ist uns leider das Holz ausgegangen. Hier gibt es jetzt keins mehr. Das heißt, das Gebäude könnte eigentlich mal demontiert werden. Und du, mein Lieber, könntest hier, komm, ich glaube, wir müssen mal die Kamera... Ich wollte jetzt eigentlich nur drehen. So, geht doch. Hier beim Maurerbohrer, damit da fleißigst Holz reinkommt. So, wir brauchen aber erstmal eine neue Forschung. Mehr Speer wäre was Feines. Nee, ich glaube, wir gucken, dass wir hier das jetzt als nächstes erforscht kriegen, dass wir da in die nächste Stufe kommen. So, was sagt denn die Wärmekarte hier? Ja, geht noch. So, die Speere sind angekommen. Dann erforscht das Ganze doch mal. Den schmalen Pfad zu überqueren, während wir den herabfallenden Felsen und kleinen Lawinen ausgewichen sind, war sehr gefährlich, aber wir haben es irgendwie geschafft. Die Beobachtungen vom Pass haben mehrere vielversprechende Orte in der Nähe enthüllt. Sehr schön. 131 Holz. Felsformation, rissiges Eis. Wir gehen mal zur Felsformation. In der Hoffnung, dass ihr noch weit genug weg seid von dem Sturm. Oha, jetzt wird's noch kälter. Dann gehen wir doch mal hier auf Stufe 2 hoch. So, Fakt ist jedoch, wir brauchen dringend ein bisschen was in der Stahlindustrie und das sollte von einem Automaton gemacht werden. Deswegen geht der Automaton hier mal raus. Und wandert hier rüber in die Stahlindustrie. Und hier müssen dann wohl oder übel ein paar Arbeiter ran. Beziehungsweise ein paar Ingenieure. Ach, guck an, jetzt wurde gerade ein weiterer Automaton fertig. Dann lassen wir den doch die Arbeit machen. So, schauen wir mal. Haben wir jetzt genug? Nein, jetzt fehlt natürlich noch Stahl. So, die Speere sind da. Dann schauen wir doch mal. Nichts Wertvolles. Ah, toll, wieder nur was Neues. So, zerstörtes Fahrzeug. Dann bitte doch mal ganz schnell dahin. Ich finde das doof, dass wir hier keine weiteren Siedler bekommen. Das ist echt kacke in diesem Szenario. Entschuldigt bitte, aber naja, ist halt so. Ich fürchte, wir werden hier noch ein Dampfzentrum nebenbauen müssen. Warte mal. Vielleicht sollte ich doch mal... Ach nee, habe ich ja schon. Ja, die Heizkörper könnte ich noch... nee, jetzt haben wir Stufe 2. Sehr gut. Und Gott sei Dank, jetzt gleich ist nämlich die Kälte vorbei. Heißt, wir kommen auch mal wieder mit der Kohle ein bisschen hinterher. So, ich sehe gerade, dass die drei Leute bräuchten, die Prothesen haben, aber wir haben noch gar keine Prothesen, ne? Prothetik, das müssen wir erstmal unterzeichnen, so. Machen wir doch mal ein paar Prothesen fertig. Eine Gestalt in der Ferne. Sir, uns ist etwas weiter in der Ferne aufgefallen. Ein kleiner schwarzer Punkt inmitten der weiten weißen Wüste. Und er bewegt sich auf uns zu. Es könnte sich um einen Überlebenden handeln. Ja gut, dann warten wir mal ab. Oh, einer. Hey. Ja, wenn der mal nicht die Welt hier verändert.
fehlt uns noch ein Automat, an den wir in der Holzindustrie einsetzen. So, what next? Optimierung des Kohleabbaus. 10% mehr Effizienz, das ist auf jeden Fall nett. Dampfkohlegenerator wäre auch ein sehr nices Upgrade. Na, so oder so, wir brauchen erstmal ein bisschen Stahl. So, Stahl und Kohle. Versteckte Vorräte, ja, dann nehmt ihr doch bitte sehr gerne mit. Ich muss mich gefühlt mal ein bisschen beeilen. Wegen mir mal Arbeiter Außenposten. Ja, gehen wir da hin. Ich hoffe, ihr kommt auch noch rechtzeitig zurück. Wir müssen auf jeden Fall bald mal gucken, dass wir noch weitere Speer hinzukriegen. Heißt, das wird auch auf jeden Fall ein wichtiger Forschungsteil. So. Ja, komm, wir beheizen einige Unterkünfte. Und schon wieder das Versprechen verkackt, weil ich zu gierig war. Bäh. Brauchen wir die überhaupt? Warte mal. Ja, brauchen wir leider gerade. Wobei, ne, komm, um zu sparen, machen wir die erst einmal aus. Machen wir doch mal so. So, da ist er. Der einzig Überlebende. Ein Ruf nach Hilfe. Sir, ein erschöpfter Mann hat unsere Stadt erreicht. Er ist halb erfroren und erzählt eine entsetzliche Geschichte. Er sagt, er stamme aus einer in der Nähe befindlichen Stadt namens Neu-Manchester. Die Stadt ist größtenteils von Arbeitern und ihren Familien bevölkert. Ihre Rohstoffe sind fast aufgebraucht und die Lage ist ernst. Infolge des ausstehenden Sturms haben sie ein Speerteam ausgesandt, das Hilfe finden soll. Er selbst habe als einziger überlebt und bittet uns nun um Hilfe. Da müssen wir auf jeden Fall mehr herausfinden. Rettung des Boten. Captain, der Zustand des Mannes aus Neu-Manchester ist kritisch. Wenn er nicht sofort Hilfe erhält, wird er ganz sicher sterben. Er könnte unsere einzige Chance in mehr über die Stadt erfahren. Dann hoffen wir mal, dass wir ihn retten können. Und überhaupt alle. Überlebende erreichen die Stadt. Sir, eine Gruppe Überlebender hat unsere Stadt erreicht. Sie sind müde und brauchen einen Platz zum Ausruhen, einen Happen zu essen und wahrscheinlich medizinische Betreuung, aber sie sind bereit zu helfen, wie auch immer sie können. Erkundet Frostland und findet Neu-Manchester vor dem Sturm. 12 Tage nur noch Zeit. Ei, ei, ei. Dann weiß ich schon, was ich als nächstes erforsche, nämlich mehr Speer. What next? Sir, einige Einwohner sind ruhelos. Sie sagen, dass wir in Anbetracht des kommenden Sturms unsere Mission nicht erfolgreich abschließen können, während wir Neu-Manchester helfen. Sie verstehen, dass dies eine schwierige Entscheidung ist, aber sie wollen wissen, was ihre Priorität sein wird, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, eine Wahl zu treffen. Wir können die Menschen in Not nicht im Stich lassen. Ich werde unsere Mission nicht gefährden. Ja, ich werde unsere Mission nicht gefährden. Dann lassen wir mal die Hoffnung ein bisschen absinken. So, mehr Speer, das ist schön. Dann lassen wir mal hier alle weg und holen hier einen weiteren Speertrupp. Schicken wir mal dahin. Oh, da sind wir gerade noch rechtzeitig abgehauen. So, ihr seid da angekommen, sehr schön. Dann erforscht doch mal das Ganze. Weg nach Hause. Die Menschen, die hier gearbeitet haben, waren Forscher. Sie haben dem Rest von uns einen Weg nach Norden gebahnt. Sie scheinen überstürzt abgereist zu sein, vielleicht um zu ihren Familien zurückzukehren, bevor der große Wintereinzug gilt. Sehr schön. Und einige weitere Rohstoffe dann. Einmal zum rissigen Eis. Und wir brauchen immer dringend mehr Tempo bei den Speeren.
So, wir heizen hier mal wieder gegen. Dass wir die Samen, die Archen entsprechend wieder beheizt kriegen. So, ihr seid angekommen. Sehr schön. Gefallene Helden. Wir haben die Körper der anderen Mitglieder der Expedition von Neu-Manchester gefunden. Ihre Vorräte waren für die Wetterbedingungen völlig ungeeignet. Dass es einer von ihnen von hier aus tatsächlich bis zu unserer Stadt geschafft hat, ist unvorstellbar. Tja, und ein kaputtes Fahrzeug haben wir entdeckt. Dann mal ganz schnell weiter. Was fehlt denn hier noch? 95 Stahl, 95 Holz. Fehlt da jetzt echt das Holz? Ja, Holz fehlt tatsächlich noch. So, warte mal. Machen wir das so. Hier raus und du da rein. Was, die ganze Zeit ein einziges Stückchen Holz fehlte? Echt jetzt? So, wir warten kurz, bis der Automaton gebaut wird. So, jetzt wird er gebaut. Wunderbar. Na, was haben wir jetzt? Gut, wir beheizen die Unterkünfte. Hier muss noch geforscht werden. Generatoreffizienz wäre nice. Da fehlt uns jetzt aber noch ein kleines bisschen die Kohle für. So, und schon haben wir sie. Und hier habt ihr auch was gefunden. Sehr schön. Selbstmordmission. Dieses Fahrzeug gehörte einem der Mitglieder der Neu-Manchester-Expedition. Es war zweifellos zu schwer für das Eis, das es überquert hat. Das Gefährt zu verwenden war blanker Selbstmord. So, hoffen wir mal, dass wir uns damit nicht verzetteln, dass wir da jetzt noch hingehen. So, wir machen hier nochmal kurz aus. Und gleich ist schon der nächste Trupp wo angekommen. So, dann schauen wir doch mal. Schnell erforschen. Nichts weiter gefunden. Verlassenes Sägewerk oder ein Dampflaster? Das hier oben wird mir zu knapp, ehrlich gesagt. Wir gehen dahin. Und wir müssen auch gucken, dass wir dann bald wieder zurückkommen. Ich möchte jetzt nicht, dass wir einen Trupp haben, der zwar unendlich viele Vorräte hat, aber der dann schlichtweg erfriert. Das wäre auch irgendwie Mist, oder? Versprechen gebrochen. Ich dachte, ich hätte hier genug geheizt, aber anscheinend nicht. Schade. Warte mal, habe ich die schon Baracken erforscht? Nee, ne? Tatsache, noch gar nicht. Wäre auch mal für Nutzen. So, einmal schnell die schneebedeckten Vorräte. Oh, Rohnahrung, auch nicht schlecht. Nehmen wir. So, jetzt aber schnell zum Wetterturm. Sehr schön, ein weiterer Automaton ist bereit. Da können wir jetzt endlich mal hier für Stahl sorgen. Sehr schön. Die Stadt ist völlig autonom. Gute Arbeit. Die Saatgutarchen werden jetzt durch die Automatone versorgt. Es wird sich jetzt um die wichtigsten Elemente gekümmert und wir haben noch immer etwas Zeit, bevor uns der Sturm erreicht. Wenn wir überleben wollen, müssen wir reichlich Vorräte herankarren. Hoffnung steigt. Nice. Oh, 5 Häuser muss ich noch bauen. Das heißt, ich muss erstmal die Häuser erforschen. Eieiei. So, und dafür fehlt uns noch ein Dampfkern. Aber wir haben Generatoreffizienz, das ist schon mal gut. Dann erforschen wir jetzt erstmal die Baracke, dass wir die Häuser mal wieder ein bisschen warm kriegen. Das war jetzt eine Sekunde zu früh. So, jetzt können wir klicken. So, den Schwertransport. Oh, sehr schön. Den nehmen wir mit. Da lesen wir jetzt auch gar nicht groß. Das verlassene Sägewerk, das lassen wir. Und ihr begebt euch jetzt erst einmal wieder zurück. Dass wir auch an die ganzen Vorräte kommen, die ihr so habt. Ich überlege gerade, ob ich hier diese... Ah, das hätte ich vielleicht auch mal schneller machen können.
Der Bote lebt. Sehr schön. Captain, es ist uns gelungen, die Wunden des Boten von Neumanchester zu versorgen. Er ist wieder vollständig genesen. Vielen Dank. Wäre ich in Neumanchester, hätte ich es nicht überlebt. Wir haben nicht die Ressourcen, um derartige Erfrierungen zu behandeln. Seine Stadt scheint gefährlich rückständig zu sein. Ich verstehe. Aber hey, die Hoffnung steigt, das ist schon mal was Gutes. So, solange es doch irgendwie geht, sollten wir mal mit den Generatoren ein bisschen gegenheizen, weil gleich wird es noch kälter. Ich frage mich, warum die ganze permanent die Hoffnung sinkt. So, 8000 Kohle muss ich sammeln. Ach du Scheiße. Das kann ja was geben. So. Dann erforscht man den Wetterturm. Ah, guckt, Neumanchester. Haben wir schon, sehr schön. Wir können Neumanchester sehen. Wir können viele kleine Rauchschwaden ausmachen. Also muss es immer noch bewohnt sein. Wir müssen die Stadt so schnell es geht erreichen. So. Neumanchester, und da ist ein leerer Schutzraum. Dann erstmal zu Neumanchester. So, Baracken hätten wir schon mal. Dann gehen wir doch erstmal auf die nächste Stufe. Machen uns schon mal zwei Upgrades, dass es da ein bisschen muckeliger wird. Sehr schön. Bäm, jede Menge Kohle. Und das heißt, wir kriegen einen weiteren Automaton. So, dann reist ihr doch mal ins neblige Tal. Und guckt mal, was ihr da so findet. Oh, ein neuer Automaton wurde gebaut. Sehr gut. Dann lassen wir den doch mal hier arbeiten. Obwohl, ihr wisst was, mit Essen haben wir gerade keine Probleme. Wir schmeißen hier den Automaton rein. So, sehr schön. Die Speer sind in Neumanchester angekommen. Ein schwach leuchtender Generator befindet sich in einer Siedlung, die eher einen Slum als an eine Stadt erinnert. Hier gibt es so viele Leute, zu viele. Sie wirken krank und unterernährt. Viele von ihnen scheinen kein richtiges Dach über den Kopf zu haben. Das Einzige, das sie vor dem kommenden Sturm bewahren kann, sind wir. So, wir werden versuchen zu helfen. Wir verlassen Neumanchester vorerst, werden aber unser Möglichstes versuchen, Hilfe zu schicken. Wir haben unsere eigenen Probleme. Nee, komm, wir versuchen mal zu helfen. Ich weiß noch nicht genau, was das heißt, was wir dann machen müssen, aber wir versuchen es. Hilfe für Neumanchester. Wir haben Neumanchester gefunden, aber den Einwohnern fehlt so gut wie alles, was sie zum Überleben brauchen. Wir können zwar versuchen, ihnen zu helfen, aber nur Automatone sind in der Lage, Vorräte durch das windgepeitschte Ödland zu transportieren. Wenn wir sie vor dem Sturm retten wollen, brauchen sie zunächst Baumaterialien, also Holz und Stahl, um Unterkünfte zu errichten. Und das ist erst der Anfang. Sie werden noch viel mehr brauchen, insbesondere Nahrungsmittel und Kohle. So, ein Automaton bereitstellen. Ach, eine Hilfsexpedition. Dazu muss ich erstmal dafür sorgen, dass Automatone Expeditionen machen können, sonst bringt das alles nichts. Oh, ich glaube, ich verliere bald die Archen hier. Nicht gut. So, ihr seid im Schutzraum angekommen. Okay, dann erforscht ihn doch mal. Gut, gibt noch weitere Punkte. Dann einmal zur Pistenraupe. Bald geht uns die Kohle aus, Kohle aus, Kohle aus. So, warte mal. So, Stufe 3. Jetzt können wir ein industrielles Treibhaus machen. Oder, nee, wir machen erstmal die Häuser. Die brauchen wir auf jeden Fall am dringendsten.
Notfallschicht, die führen wir jetzt mal ein, auch wenn es unliebsam ist. So, dann zeigt doch mal, was ihr im nebligen Tal so gefunden habt. Sichere Passage. Ein schmaler Pfad, den wir ausgespäht haben, führte zu einem Flachland. Die verschneiten Ebenen, die wir entdeckt haben, scheinen aber sehr vielversprechend zu sein. Wir haben bereits ein Dutzend Orte ausgemacht, die eine genauere Erkundung wert sein können. Sehr schön. Dann... Ja, wobei, ihr geht erstmal hier hin, damit wir die Sachen noch mitkriegen. Und wir, ihr Lieben, machen jetzt erstmal einen kleinen Cut. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssikowski.